Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe eine Frage bekommen. Und wie zeichnet man eine Frau? Und die Frage ist natürlich absolut gerechtfertigt, denn man zeichnet komischerweise hauptsächlich Männer, wenn man Comicfiguren zeichnet. Warum das so ist, habe ich keine Ahnung und auch in vielen Comics spielen Männer die Hauptrolle. Das sollte man mal ändern und deswegen jetzt natürlich mal was darüber, wie man Frauen zeichnet. Das ist jetzt grundsätzlich nicht viel anders, als wenn man Männer zeichnet, weil Frauen sind ja auch nur Menschen. Und es sind ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten muss und das ist gar nicht mal so schwer. Grundsätzlich finde ich es auch sehr gut, dass ich sehr viele Frauen und Mädels bei mir in den Abonnenten habe. Und finde es auch gut, dass so viele Frauen zeichnen lernen wollen oder auch schon zeichnen, weil die können das richtig gut. Und ich finde, es sollten auf jeden Fall mehr werden. Also Mädels, falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und empfehlt es euren Freundinnen weiter. Denn Comics zeichnen macht Spaß und ja, Mädels können das genauso gut wie Jungs. Und jetzt geht's los mit dem Zeichnen von Frauen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Und wir beginnen mal wieder mit einem Kreis. Die Hilfslinie in der Mitte ziehe ich bis ganz runter. Da kommt nämlich gleich der Körper dran. So, hier oben machen wir einfach mal unseren klassischen Kopf von vorne. Das ist auch jetzt keine Hexerei. Wie man Körper zeichnet, das habe ich euch schon in einem Video gezeigt. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich gehe jetzt hier im Detail nicht nochmal drauf ein, sondern ja, Frauenkörper sind jetzt hier vom Grundaufbau natürlich gleich wie bei den Männern. So, hier noch die Arme dran. Das ist schon mal so unser Grundgerüst. Jetzt mache ich hier den Kopf noch ein bisschen. So. Hier oben kommen dann gleich die Haare dran. Die mache ich hinterher nochmal ein bisschen weiblicher, jetzt erstmal so zum Andeuten. Bei Frauen mache ich immer gerne Wimpern, die ja, symbolisieren das Weibliche so ein bisschen. Hier oben am Oberkörper werde ich den Brustansatz so ein bisschen andeuten, einfach nur so ein bisschen nach links und rechts gewölbt und unten so eine kleine Schattierung dran und dann ist das schon alles gut erkennbar. So, ich mache jetzt in meine einfache Hose und Schuhe und hier oben einfach noch die Arme weiter. So. Auch noch auf der Seite. Und Hände wären, glaube ich, auch nicht so schlecht. Okay, hier oben noch die Haare. Und jetzt male ich das Ganze mit Fineliner nach. Dann erkennt ihr das gleich auch etwas besser. So, das hier das Gesicht. Hier oben die Haare. Jetzt mache ich hier den Oberkörper. Ihr seht schon, der ist in der Hüfte, in der Taille etwas schmaler und in der Hüfte dann etwas breiter als bei einem Mann. Das ist sowas, wo man darauf achtet, um auch zu zeigen, dass es eine Frau ist. Und ja, vielmehr ist es eigentlich dann auch nicht, was anders ist. Wie gesagt, die Haare vielleicht etwas länger und schön Wimpern dran. Und je länger, desto weiblicher. Jedenfalls bei mir ist das dann so. Und ja, das ist dann schon die Frau. Ich renne jetzt mal weg. Und jetzt mache ich noch ein paar kleine Details. So. Was haben wir denn hier noch? Hier diesen kleinen Schatten, was ich sagte. Und schon hat man so einen Busen zu sehen. Lippen nochmal angedeutet, wenn ihr wollt. Und ich denke, das geht so, oder? Jetzt machen wir das Ganze nochmal ein bisschen schicker. Und zwar beginnen wir mit einem, wer weiß es, mit einem Kreis mal wieder, genau. So, leichtes Halbprofil, das mache ich eigentlich immer am liebsten. So, dann mache ich hier oben mal den Kopf etwas größer. Ich mache die Frisur etwas ausladender. So, jetzt machen wir nochmal den ganzen Rest vom Körper. So, Arme dran. Okay, lasse ich jetzt erstmal so. Hier wieder den Busen angedeutet. Das ist bei Frauen ja nicht so unwichtig. So, und dann mache ich das hier, die Arme. Einfach alles ein bisschen nachziehen. Okay, die Dame bekommt ein Kleid und deswegen verschwinden hier gleich unsere Beine. So, wie gesagt, das Becken etwas breiter machen. Und hier oben jetzt mal eine Frisur nach Wahl. Also ich mache es mal so ein bisschen schicker. Hier noch eine kleine Haarspange rein und dann noch hier den Arm. Okay, jetzt fange ich mal an, das wieder nachzuziehen. Ein Ohrring ist auch immer ganz gut. Meine Männer tragen auch Ohrringe, aber bei Frauen ist das halt auch immer so ein schönes Zeichen noch. Es muss nichts Kompliziertes sein. So, hier noch ein bisschen Lippenstift. Noch eine Kette dran. Das habe ich jetzt nicht skizziert, das ist mir gerade so eingefallen, dass ich das noch machen könnte. Okay, das Kleid noch ein bisschen ausstaffieren und dann hier unten einfach so das Kleid nachziehen. Noch den Arm und natürlich nicht zu vergessen, oben die Haare fertig machen. Okay, das ist unsere Frau in einem Kleid. Jetzt wird nochmal schnell radiert. So, weg mit dem ganzen Scheiß. Und noch ein paar Details rein und dann
bin ich damit doch schon zufrieden. Und ihr hoffentlich auch. Okay, das ist doch wunderbar. So, nicht in Details verlieren hier. Das reicht. Weiter geht's. Frauen sind nicht immer die liebreizendsten Geschöpfe. Ich mache jetzt hier mal so einen Typ, der Nachbarin, die sich immer beschwert, weil man zu laut ist. Die mache ich jetzt ein bisschen kräftiger. Mit so einer typischen Oma-Dauerwelle, seit 80 Jahren immer noch im Trend, diese Frisur. Den Körper mache ich ein bisschen stämmiger. So, breitere Schultern. Die Arme in die Hüften gestemmt. So, der Oberkörper dann auch natürlich ein bisschen breiter. Der Rest auch. Die Beine mache ich etwas kürzer. Also längere Beine sind weiblicher. Kennt man ja aus dem echten Leben. Und ein kurzer Hinweis zu den Schuhen. Ich habe hier so Dreiecke gezeichnet für die Füße. Und jetzt ziehe ich einfach hier so ein bisschen die Schuhe lang. Das ist nicht viel. Es sind nur so ein paar einfache Linien. Und dann werden da Hackenschuhe draus. Guckt es euch einfach mal hier ganz genau an. Das ist gar nicht kompliziert. So, hinten noch der Hacken. Und dann oben eben die Füße weiter dran. Und dann die Beine. Und alles ist gut. So, die Beine mache ich auch etwas kräftiger. So. Okay. So, dann noch die Arme ein bisschen weiter auszeichnen. So. Okay. Ja, den Busen sollten wir auch nochmal mit ranbauen. Muss ich etwas größer bei der kräftigeren Dame. So. Okay, noch einen zweiten Arm. Auch hier nochmal den Mund und die Augen. Und dann geht es auch schon los mit dem Fineliner. So, ich habe hier noch eine Brille gegeben. Einfach eine Linie noch dran und schon ist die Brille da. Auch hier natürlich die Wimpern. So, noch einen Arm. Hier unten noch den Rock dran. Hier die Schuhe. So, das ist doch schon mal wunderbar. Jetzt radiere ich den ganzen Krempel hier nochmal weg. Und mache noch ein paar Feinheiten. So, was fehlt? Okay. Struktur wieder rein. So, ein bisschen grimmiger gucken lassen. Das geht auch noch. Und dann ist unsere stinkstiefelige Nachbarin etwas fertig. Etwas fertig? Sie ist fertig. Ha, wunderbar. Zum Abschluss werde ich euch nochmal ein paar verschiedene Köpfe zeigen von verschiedenen Typen von Frauen. Also nur eine ganz kleine Auswahl. So, ich fange dann hier mal mit an. Nase, Ohren und die Augen mache ich mal geschlossen. Das ist auch sehr simpel. Ist ein bisschen hochnäsig dann, die gute Dame. Hier noch ein paar lange Wimpern dran. Haargummi und Haare. Frisuren hatten wir übrigens auch schon mal in einem Video, da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. So, jetzt mit dem Fineliner nachziehen. Zip, zip. Die Haare. Und die Wimpern, Augenbrauen, Mund und Kette. Wie gesagt, das ist so ein bisschen eine hochnäsigere Dame, die ich jetzt gerade mal wegradiere. Okay, noch ein zweites Gesicht. Zip. Mal wieder mit Nase. Ich mache hier mal die Augen größer. Große Augen sind auch immer mal ganz fein. Hier mache ich wieder längere Wimpern und ein schmales Gesicht. Okay, die Frisur mache ich mal ein bisschen lockig und ausufernder. So, die Augen sind so leicht geschlossen, nur ein Schlafzimmerblick. Und wir machen einen ordentlichen Mund mit ziemlich viel Lippenstift. Das könnt ihr dann farbig schön bunt machen, wie ihr das gerne hättet. So. Und passend zu dem Lippenstift könnt ihr dann natürlich auch Lidschatten oder sowas machen, also ein bisschen Farbe unter die Augen, das ist auch immer ganz nett. So, also was ich jetzt gerade unten unter den Augen angedeutet habe, das könnt ihr dann natürlich bunt machen und dann habt ihr gleich so ein bisschen Schminke drin. Okay. So, das war Frau Nummer 2 und eine habe ich hier noch für euch und damit fangen wir an mit einem Kreis. So. Die Dame werde ich jetzt so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Guckt es euch an, was es wird. So, das Prinzip ist nach wie vor das gleiche. Ich mache hier mal einen großen Mund mit Zunge draußen. Da freut sich jemand. So. Die Haare mache ich mal glatt. Haarsträhnen dran, die flattern leicht im Wind. Und jetzt mal mit Fineliner, um es besser erkennen zu lassen. So, mit Brille.
da ziehe ich die Augen noch mal ein bisschen nach, damit es etwas eine etwas dickere Brille wird. Jetzt mache ich aus ganz vielen einzelnen Strichen hier die Haare. Ich könnte noch Zähne malen mit einer Zahnspange. Da so ein paar einzelne Sommersprossen und die Haare noch mal weiter und radieren. Und schon haben wir eine andere Dame als die beiden da oben, sondern hier die mit Brille und Zahnspange. Das sind drei Frauenköpfe, die ich jetzt mal noch schnell hingemalt habe. Ich hoffe, ihr konntet jetzt damit was anfangen und zeichnet mehr Frauen in euren Comics, weil das ist eine gute Sache, das sollte man tatsächlich mal ausbauen. Werde ich zukünftig auch machen, dass ich, wenn ich zeichne, einfach mal ein paar mehr Frauen mit reinzeichne. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ja, Mädels und Jungs natürlich auch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und besucht mich auf Facebook natürlich. Ich bin jetzt fertig, sage Stift raus, Zettel raus, auf geht's, losgezeichnet. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao.